Na, auf meinem eigenen Highlights-Kanal. Ich habe das nämlich selber noch nicht gesehen. Mein Cutter hat das zusammengeschnitten. Und er hat sich darauf eine Reactions gewünscht, weil er sich sehr, sehr, sehr viel Mühe damit gemacht hat. Ich denke, viele von euch haben es schon geschaut. Aber wir schauen es nochmal zusammen. Und Imagine-Livestream, er lädt die Reaction hoch auf ein Video auf meinem eigenen Channel. Dieser andere Pfeifett, oder? Wieso seid jetzt mal erstmal die Facecam aus? Als Maul. Wie so ein scheiß kleines Kind. Small Quadratkopf, du bist nur zu blöd, die auszumachen. Du musst es auch immer tun. Zu dissen, oder? Nein, will ich nicht, Mann. Ja gut, dann halt einfach die Fresse. Halt du doch die Fresse. Was meinst du? Ja, ich halt die Fresse und du hältst auch die Fresse, okay? Okay. Also hat deine scheiß Facecam nicht mal den Namen Facecam verdient, Digga. Ich hab bei Facebook geguckt, da hat die irgendeine was geschrieben, ich weiß auch nicht mehr was, Digga. Das hat dir nicht mit dir gepasst, hast du dann zurückgeschrieben. Das weiß ich sogar noch. Das war so der geile Lachflash-Moment im Stream. Und ich weiß sogar, den Tag werde ich nie vergessen. Da war ich weiß es nicht mehr warum, ich war mega angepisst und mir ging alles auf den Sack. Mir ging alles einfach auf den Sack an dem Tag. Digga, die Cam macht wieder Auge. Mir ging alles auf den Sack, Digga. Und da hat mir irgend so eine dämliche Kachi irgendeine Scheiße geschrieben. So irgendwas, irgendeinen Dreck auf Krampf wollte lustig sein, Digga. Und ich hab einfach so schlechte Laune, da hab ich einfach Hure geschrieben. Das muss man sich mal reinziehen, Livestream. Ich weiß auch noch, da gab es irgend so eine andere, ne? Nichts gegen Frauen, die kurvig sind und so. Ich mag ja Frauen, die auch ein bisschen mehr drauf haben, ein bisschen kurvig. Habe ich nichts gegen, klatsch besser bei Doggy, so, dies, das, Ananas. Da hat mir eine geschrieben, du hast einfach am Profilbild gesehen, die waren ein bisschen molliger. Und die gehen mir übelst auf die Eier. Ich weiß auch nicht mehr warum. Da habe ich ihr geschrieben, kann es sein, dass du fett bist? Und die so, hä? Warum? Und ich so, ja, du schreibst so schmierig. Der ist einfach auch Ehre genommen. Video lauter, bitte. Ja, ich kann es nicht lauter machen. Einfach Hure. Eine Nachricht, du scheiß Daywalker, du Backpflaume, eine Brotwelt, das schimmelt, Spaß. Früher warst du cool, dann schreibst du, ich hatte Sex mit deiner Freundin, Spaß mit deiner Mom. Bruder, muss los, Alter. Wie mach ich das mal, wenn die Flagge in der Mitte ist? Muss ich erst auf die Flagge oder erst auf die 100 Punkte? Lache, muss es lachen, es lieber. Erst auf 100%, dann Flagge. Ich hab immer Flagge gemacht und dann 100. Ja, oh, danke, Monte! Danke, Monte! Siehst du, du hast dich geirrt, Monte. Ich hab das noch mit Absicht falsch gesagt. Ach so. Scheiß, ich hab noch nie jemanden gesehen, der vom Loch weg. Soll ich nochmal von vorne machen? Fand ich das so witzig, okay, Jungs. Können gerne nochmal von vorne. Ich mach jetzt diesen. Oh, jetzt bin ich so, seid jetzt mal erstmal die Facecam aus. Als Maul. Ich hab nicht mal den Namen Facecam für. Facebook geguckt, da hat die irgendeine was geschrieben, ich weiß auch nicht mehr was. Das hat dir nicht mit dir gepasst, hast du da zurückgeschrieben, Kure. Das war wirklich einer der besten Lachflashes, die ich mit Monte on Stream hatte, Digga. Das ist wirklich andere Liga. Ach, Digga. Der kam so krumm. Ich hab keinen Bock. Was ist das denn, Digga? Die Winning Food Videos waren echt geil, weil wir alle so lost waren in dem Spiel. Und es war auch echt gar nicht so leicht, da vernünftig den fucking Golfball ins Ziel zu schießen. Aber es war so witzig einfach, weil wir alle so scheiße waren. Das war ja sogar Placement, also wir wurden dafür bezahlt, dass wir das Video bewerben. Wirklich eins der geilsten Placements, die ich hier gemacht habe. Winning Put. So die Lachflash-Videos. Wirklich, richtig geil. Guck mal, da gibt... Ich bin raus. Rage Quit. Leck mal anzeigen. Boah, schön. Der kommt schön. Ja. Digga, was ist denn das jetzt gewesen? Schön, der kommt schön. Das kapiere ich gar nicht, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Hey, Digga, das Game verarscht mich.
Wahrscheinlich, Digga. So gut geschnitten vom Cutter. Ey, das sah bei mir ja anders aus in meinem Kopf. Das hat mich gerade absolut abgeholt, Digga. Aber was ich mal sehen wollte. Digga, die Belichtung damals muss groß, Digga. Warum war ich so hell? Ich hab mal so einer Tuss Spitzname gegeben, Digga. Kackring haben wir die genannt. Weil oh mein Gott. Die hatte so richtig um ihr Arsch noch so einen Kackring. Das sah absolut eklig aus. Ah, so richtig auf braun. Muss man bleachen. Ich weiß, was du meinst, Digga. Aber es gibt ja in Amerika, Digga. In Amerika, Digga, ist Arschloch bleachen in, Digga. Das ist vollkommen normal, Digga. Du musst doch echt zum Onkel Tommy jetzt sagen, ich hätte mal mein Arschloch gebleached, Alter. Ihr wisst das, ey, ich hab so einen Kack, Digga. Oh, die guckt direkt nach Berlin gerade, Digga. So ein bisschen geil, ich wusste ihn doch gar nicht. Gleich mal nachgucken. Oh, was kann der denn das machen? Was kann der? Der Deutsch, Digga, das war das beste Deutsch, was ich jemals gehört habe. Dann gebe ich dir extra meinen Google-Link zu dem Real-Life-Stories-Generator, damit du auch ein paar raushauen kannst. Wahrscheinlich. Stell dir mal vor, sowas gibt's echt einen Real-Life-Story-Generator. Dann gibst du so, in den Generator so Arschfick-Stories und dann kommt dann die dicksten Arschfick-Stories. Ja, Mann! Geile Redhead-Bitch-Story. Ja, ja, ist so, Digga. Und jetzt los, Alter. Und wenn du 4 eingibst, kommt eine geile 4 steht für Lifestyle-Story, oder? Lol. Darf man mal wieder öfter spielen? Oh! Wie du extra geguckt hast, auch wenn die. Digga, das war zu geil gerade, Alter. Das war so geil. Auch etwas noch, wo ich mich dran erinnere. Black Ops 3, Streamingzeit, Livestream. Busti geht raus an euch alle, die Leute, die dabei waren. Black Ops 3, Streamingzeit war wirklich eine richtig, richtig, richtig geile Zeit. Jeden Tag Reinsucht mit den Jungs, mittags um 12, Pain, Shooter, Solution, Monte, ich, Barca, alle online am Suchten. Das hat so Bock gemacht. Black Ops 3 Streamingzeit war Liebe. Ja, mit Jeff auch, genau. Und an die Situation kann ich mich noch erinnern. Da habe ich dann, ich habe ihn in der Runde schon einige Marken geklaut gehabt und dann habe ich so diesen Kill, glaube ich, auch gestaubt und dann habe ich mich so neben die Marke gestellt und ihn so richtig angeguckt, so ob er die Marke holen will. Übelst geil. Na, Moment. Ich liebe dich. Digga, ich habe echt nicht dran gedacht gerade. 10 Euro, die ich dir noch schuld, die kannst du dir in den Arsch stecken, Alter. Die habe ich nämlich gerade verloren. Scheiß auf deine 10 Euro, Alter. Ja, ist so, Digga. Ja, Mann, 10 Euro. 4 steht für Lifestyle, 6 steht für Freunde. 3 steht für Zehner, man kennt dich. Ey, Monte, wirklich, ich hab echt nicht mehr dran gedacht, Mann. Du warst bist immer so frech, Alter. Und immer übelst triggert, wenn man dich mal abschießt, Alter. Du darfst immer alles, hör nicht rum, Alter. Haben die Leute in den Kommentaren auch schon gesagt. Taschentuch für Monte, Alter. Kannst du überhaupt nicht einstecken, du Pussy, Alter. Laber nicht, Mann, schau mal dein Gesicht an. Crackhead, Alter. Nix Upload-Tricks, was willst du von mir? Digga, Alter. Nix Upload-Tricks. Alter, Digga, ich bin das so gut. Digga. Beste Folge aller Zeiten. Ich hab ja noch Bella, Alter, und die 2 Videos in 3 Jahren hoch. Und? Wie juckt das? Ja. Du hast mehr Abos als du. Wo ich noch mehr Abos hatte, Jungs. Also Mario Kart haben wir uns schon auch immer richtig böse weggedisst. Ich weiß auch noch, eine der heftigsten Szenen war, da hat Monte irgendwie gemuckt. Und ich so, ja, du bist halt gut in Mario Kart, das ist irgendwie das einzige Spiel, was du kannst, du Quadratkopf. Komm, Black Ops 3, dann mach ich dich weg, du Rentner, mit deiner 1-3er-Quote. Und da hat Solution so einen Lachflash draufgeschoben. Natürlich, ja. Muss man natürlich auch sagen. Digga, ich hau auch regelmäßig Videos raus, da kommen schon mal die eine oder andere Spielstunde zusammen. Stimmt. Das ja, da kann Carsten nicht mehr wieder irgendwas dagegen sagen. Du hast das Spiel einfach mehr gesuchtet, Digga. Weißt du doch, dass das stimmt. Nee, weil ich für eine Lüge. Weil ich für eine Lüge. Komm halt mal in COD, Alter. Da hab ich auch viel gespielt. Komm halt dich weg, dreckiger Rentner, mit deiner 1-3er-Quote. Jo, das war's bitte. Ehrlich gesagt hab ich gerade nicht zugehört, Digga, weil ich mir einen scheiß Facebook-Post durchgelesen hab. Was hast bitte du gesagt? Bitte Pre-Intro, bitte Pre-Intro, please, please. Ach, das war ein Gerät, Alter. Ich hab jetzt voll Bock bekommen. Alles klar. Irgendwie so das Nasenduo oder so ein Scheiß. Irgendwie so richtig witzig selbst in der. Digga, was war das denn für eine Cam, Alter? The fuck? Hast du in deinem Video Slut noch Lost? Was klar, so in 2018 oder so? Digga, liebes! Digga, 2018, Digga, da kam einfach gar kein Video. Wir lachen da noch im Video, Digga. True Story, 2020, kam immer noch kein Video.
Ich würde mal gerne wissen. Das müsste das nächste Video dann sein. Ich würde mal gerne wissen, wie vielen YouTube-Kollegen oder wie viele YouTube-Kollegen sagen könnten, ja, der Carsten meinte, oh, gerade voll Bock, ein Video zu machen. So 10 Minuten später, gerade voll müde. Venox, weißt du noch? Venox, erzähl die Story, wo ich kacken war, bitte. Ich imitiere kurz Carsten. Carsten steht so wie ein Warte. Gegen so 15 Uhr auf. True Story, 15 Uhr war zu der Zeit bei mir und Solution. Eine gute Zeit zum Aufstehen. Steht so auf und die Cam-Qualität muss los. So, und dann denken sie, oh, die roten Haare sitzen aber heute wieder schön. Ich glaube, ich hau einen Livestream raus. Erstmal Facebook. Erstmal tippen. Habt ihr Bock auf einen Livestream? Dann lasst mal ein Like da. 18 Uhr. Post es raus. Die Leute hängen im Channel. Der ist 18 Uhr, wo ist der Livestream? Du hast vergessen, die Liken gekauft. Was macht Carsten? Er rennt einfach wieder, hat er einfach vergessen. Hat er einfach vergessen, den Livestream, Digga. Fuck! Auch ein ganz böser Lachflash. Der kam einfach nicht, Digga. Ich hab ihn nicht gejuckt. Fuck, Digga. Aber am besten war immer noch, hey Leute, habt ihr Bock auf 2 Videos und 2 Streams pro Woche? Ich hab schon Bock. Hier ein Scoreboard-Link. Ihr könnt mal abstimmen. Alle wollen 2 Videos und Livestream. Kam einfach nicht. Wieder 3 Monate kein Video. Oh. Hat er einfach vergessen. So, mein Mic war gemutet. Mach mal Vibration bei deinem Handy aus. Ich mach bei deiner Mutter Vibration am Vibrator aus. Deine Mom piept, wenn sie so rückwärts geht, Alter. Was willst du eigentlich von mir? Verpiss dich, du ekliger Homo, du Elender. Halt's Maul. Ach, habt ihr im Übrigen noch Schiss? Digga, ist das für eine Soundqualität? Wieso nimmst du den Controller in die Hand? Du spielst doch jetzt gar nicht. Geil, einfach du richtig trocken. Halt's Maul. Ich geh gleich offline, Digga. Warum? Zu wenig Zuschauer. Schalt noch mal 10 Minuten Werbung. Das war zu der Zeit. Diesen Humor, den habe ich so geliebt. Ich chill einfach bei Monte. Einfach 20.000 Viewer. Da hatte Monte, was weiß ich, da war er ein größerer Streamer. So 5.000 Viewer hatte er immer. Und dann war ich bei ihm, ne, voll der Event-Stream. 20.000 Viewer. Und er haut so richtig raus auf Sarkasmus-Basis. So, ach, Digga, geh gleich offline. Zu wenig Zuschauer. Digga, das war so geil. Das war, in der Zeit war das so unser Humor, das war so diese Gamescom 2014, 2015 Zeit. Da hat Marcel Scorpion dran schuld, weil der zu der Zeit das ab und zu so gesagt hatte, so, und dann immer so das eingebaut hat, so, ja, dafür bin ich nicht YouTuber geworden, zu wenig Subs, zu wenig Likes, zu wenig Abos, aber so auf Spaß, Sarkasmus-Basis, das haben wir dann übelst gefeiert und auch immer überall eingebaut. Das war ein richtig geiler Ghost-Stream bei ihm. Einfach gleich überleg mal, wir haben einfach Ghost gespielt. Ghost! Einfach Ghost, freiwillig. Was? Und Black Ops 2. Was war das denn, ey? Boah, 9 zu 8, du bist ja richtig ausgerastet. Was hast du denn gespielt? 14 zu 10, das war... Ja, halt deine dumme Fresse, halt deine dumme Fresse, Alter. Halt deine dumme Fresse. Wenn du mit dem Skat-Controller nicht spielen kannst, dann verkauf ihn. Was hattest du nochmal für eine Quote? Hast du gerade meinen One-Controller auf Stick geworfen? Schissen oder was? Digga, wenn ich dir jetzt eine verpasse, ist das hier. Oh, oh, oh. Jetzt. Geh weg jetzt. Aber du hast mich zweimal geboxt. Livestream, Retalk. Ich habe mich schon oft mit meinen Kollegen so ein bisschen geboxt, aber Montes Schläge, wirklich Montes Schläge, die haben wirklich die Vorfahren von mir noch erschüttert. Wo er mir diesen Boxer aufs Bein gehauen hat, den spüre ich heute noch, Livestream. Wirklich. Den spüre ich heute noch. Also Monte kann schon zuhauen, Jungs. Wenn der dir in die Fresse boxt, gehen die Lichter aus. Vertrau mir mal. Oh. Und zu der Zeit hat er noch nicht trainiert. Oh. Der hat geschämmert, Digga. Oh. Der hat reingezogen. Dagger. Alter. Du hässlicher Redhead, Alter. Wenn mein Trommelfell platzt, stell ich dir die Arztrechnung. Diese Qualität. They see me rolling. Behalten. Oh, mir wird so warm, Alter. Ich entwickle so viel Hass!
Komm, jetzt schwing deine Hoden rüber. Eine noch. Nein, nix, eine. Carsten im Puff, eine noch. Klar, das wird so ein richtiger Insider, Freunde. Eine noch. Verpiss dich, du hängengebügelte Scheiße. Digga, haben wir schon Lovelash geschoben, Monto und ich. Das war's komplett. Dann bin ich so rum wie ein hässlicher Oben, Mann. Oh nein, der spielt Ballistik, wärst du nicht. Was zur Hölle, Digga? Eine noch. Glaub, hinter. Nicht so laut, Digga. Das hört man sogar durchs Fenster, du Kleiner. Der rennt einfach mit ihm ab! Es juckt ihn nicht! Digga, mein Hund schwimmt bei mir bei ihm, Alter. Ich geh auf Knochensuche, Mann. Ja, Digga, wenigstens habe ich mal mit 16 mehr Bartwuchs als du. Dann hier. Ich bin mute, haut rein, Jungs. Ich bin mute. Wenn Karsten ja nicht seine Spackung schiebt, wird er sich irgendwann mal Antwort fangen, der Hund. Ich bin mir irgendwo rein. Ich bin mir klar, dass er den gerade richtig gedrückt hat. Du bist doppelt so alt wie er, Digga. Ich scheppert dir einfach einen raus. Als er, Karsten. Ist mir scheißegal, du Quadratkopf, Digga. Ich hab dein Leben dann jetzt. Monte droppt hier. Zugestimmt, du Arsch. Monte droppt hier, läuft ja, hier rein. Ja, und dann liegt hier ein goldener Rucksack bereit. Hier eine Peacekeeper. Und hier ein Energie-MG und der goldene Aufsatz fürs Energie-MG. Und dann sagt dann er. Auf und, wo ist, und dann sagt er. Und wo ist jetzt mein goldener Helm? So du bist ein, ohne Scheiß, Digga. Du bist ein 31er. Vorhin hast du mir noch zugestimmt und jetzt für den Witz fällst du mir in den Rücken. Das ist ein richtiger Unehrenwurf, den du jetzt gerade kriegst, Digga. Ja, mitgeschützt natürlich da jetzt, ach so. Also sind wir uns alle einig, die Map ist einfach crap. Nee, ich finde die eigentlich ganz geil, aber die Gegner übertreiben es gerade mit dem Sitzen, Digga. War wieder klar, dass Carsten dagegen anreden muss, Digga. Bruder, das ist eine, ich finde, eine der besten Maps ist es. Ja, Digga. Junge, das C4. Ah, deine Kartoffelnase wohl den falschen Riecher. Danke. Oh, Alter. Ladet ein, bitte. Bin dabei, ich bin dich schon am Suchen, Bruder. Heute noch, Duan. Bruder, ich seh dich noch gar nicht. Heute noch. Ja. Digga, ich seh dich echt nicht. Heute noch, Duan. Und jetzt komm nicht mal rein. Liebe Monster. Ja, auf jeden Fall. Was ist das? Mal hier los, Karten, Alter. Wächst deine Nase gerade wieder, oder? Ich bin allergisch gegen Quadratköpfe. Halt bloß die Fresse. Ich bin heute bei Amazon am Shoppen, Digga. Ich glaube, bestellt mir nochmal eine Auflaufform, Digga. Dann gibst du einen Kartoffelauflauf, wenn du bei mir bist. Digga, die Düsse. Da könnte man, glaube ich, wirklich Retalk, da könnte man ein 5-Stunden-Video draus machen. Geil. Wenn du schon dabei bist, Digga, shopp auch ein bisschen Bartwuchs mit. Brauche ich nicht, Digga. Warum nicht? Wächst bei dir unten am Arsch noch, oder? Ich will kein Bart. Ich muss mir nicht jeden Tag rasieren. Ah, okay. Außerdem sag ich dir ganz ehrlich, Digga. Ich war immer großer Fan von Bartwuchs und auch vom Bart, sag ich dir ehrlich. Aber dann habe ich deinen Bart gesehen und hab mir gedacht, Digga, der Typ sieht aus wie ein Ziegenherde mit Down-Syndrom. Nein, danke. Alter. Ja, ich weiß aber, dass du trotzdem gerne einen hättest. Aber ich hätte gerne auch noch ein bisschen mehr. Down-Syndrom. Ah, Ziegenherde mit Down-Syndrom. Ich mach jetzt doppelt so viele Kills wie du und muss mich nicht mehr anstrengen, du Rentner. Ja, mach, komm. Ist gelogen, Digga. Ja. Mach ich nicht. Ey, wir der Hund! Ich hab sie beide runtergerufen. Warten noch, bis ich deinen grünen Lambo sehe. Ja, was würdest du denn dann machen, Digga? Du wirst den grünen Lambo sehen, wie ich da drin sitze, und dann wirst du eher einen Kopf sehen, der hoch und runter geht, und dann merkst du, dass deine Mom im Auto sitzt mit deinem Baseball. Oh Mann. Wir haben den jetzt rausgezogen. Das war, glaube ich, so einer der ersten Abende, wo wir MW gezockt haben mit Noisy, also Monte, Noisy und ich. Wir haben, glaube ich, alle drei gestreamt. Und ich weiß nicht, was da los war. An dem Abend hatte Monte einfach Noisy auf dem Kicker. Der hat so die Geräte rausgehauen. Das war auch so ein heftiger Spruch. Also wirklich, wollen wir den uns nochmal kurz anhören? Warten noch, bis ich deinen grünen Lambo sehe. Ja, was würdest du denn dann machen, Digga? Du wirst den grünen Lambo sehen, wie ich da drin sitze, und dann wirst du eher einen Kopf sehen, der hoch und runter geht, und dann merkst du, dass deine Mom im Auto sitzt mit deinem Baseball. Du
da ziehe ich meinen Hut, dass Noisy da dann nicht beleidigte Leberwurst gespielt hat, ne? Weil ich und Monte, wir kennen uns seit Jahren, aber halt Noisy und Monte nicht. Und dann wirklich on stream von Monte so zerlegt zu werden und trotzdem, ja, korrekt zu bleiben, cool zu bleiben, nicht beleidigt zu sein, sondern dann quasi trotzdem weiter mitdissen, ja, fand ich richtig korrekt. Einfach war nice von Noisy. Hat er gut gehandelt, die Situation. Oh Mann. Wir haben den jetzt rausgezogen, Bruder. Wie heißt Noisy auf Twitch? Hurensohn. Okay, der war gut. Also ich hab Serien kennengelernt beim Bingo spielen, Digga. Da hat Mami die Hand gehalten, wenn sie mir eingeschlafen hat. Halt doch einfach dein Maul, Alter. Die kleine Schlampe, Alter, hat beim Bingo nie gewonnen. Alter, der ist mich heute noch ins Gesicht, Alter. Warte mal. Ich hab noch ein bisschen Boxgehut, Alter. Ja, komm rüber, komm auf den Meter an, Alter. Ich scheiße von dir aus, du Alter. Ist scheißegal, Alter. Ich mach nur Ohrfeige, weil das echt scheiße ist. Der ist heute los, Digga. Das war so gestört. An dem Tag wirklich. Monte haut ja sowieso Geräte raus. Aber an dem Tag kam ein Brett nach dem anderen aus ihm rausgeschossen. Wirklich die unendliche Quelle der Weisheit an Sprüchen an dem Tag. Das war so wild. Ja. So wild. Ich weiß, Fahrrad denkt, man hat Angst vor ihm, Alter. Das sind meine Cam-Müller, Alter. Was? Wo schön. Ich hab dein Stream angemacht, Cam gesehen, wieder ausgemacht, du und Sohn. Auf jeden Fall meinte ich oder so, ich weiß nicht mehr, Digga, meinte dann so, ja shit und so, ich konnte mir gestern auch nicht die Zähne putzen, weil Dings hat meine Zahnpasta vergessen. Ach nö, Alter. Jetzt kommt Carsten in die Runde, so, diesen richtigen so, Blick. Und dann so, ey, wieso, Jungs? Oben lag doch Zahnpasta, die habe ich heute Morgen auch benutzt. Und dann sagt Bas und Leute sehen, Carsten, dein Ernst? Dann sagt er, ja, wieso? Ja, das war Bodylotion, Digga. Und dann, ich kann nicht mehr drüber lachen, weil ich habe schon so oft drüber gedacht. Aber Digga, wir haben so den absoluten Todeslachflash der Vergeltung geschoben. Das war einfach zu geil, Digga. Das war das zu ging geil. Aber echt, ah, kein Scheiß. So wie überzeugt, Carsten. Das ging klar. Das hat nur, weiß nicht, das hat ein bisschen säuerlich geschmeckt. Der konnte man die Zähne mit putzen, das ging schon. Bis heute davon ist, Digga, dass das gut klar ging. Das ging schon klar, Digga. Das ging klar, ich bin Englisch wie Monte. Schnauze, Carsten, du kannst noch weniger Englisch, was Frank Loss in Los Angeles du und so. Ich tu wenigstens nicht, nicht, du wusstest nicht, Digga, wenn du dich... Halt deine Schnauze, Kartoffelnase, Alter. Zieh mal die Cap aus. Kartoffeln, ja, deine Fresse, Digga. Geh mal wieder offline, verschwind mal wieder 2 Jahre offline. Ja, mach ich auch gleich, wenn ich hier bei besser ist das, Digga. Ich hab niemand vermisst, Uhren. Ich hab niemand vermisst, Uhren, Sohn. Beide labern einfach ineinander rein und sind sich nur beleidigen. Könnte man echt, wenn man uns beide nicht kennt und das Video schaut, dann denkt man sich, Alter, krass, die haben gegenseitig die Schwester von sich gefickt und hassen sich auf den Tod. Dabei sind wir Brüder seit Tag 1, Bruder. Heftig, Alter, heftig. Ich hab gesehen, Carsten, dass du auch mit so einem Revolver letztes Mal gespielt hast, Digga. Wingman, ja. Ist sie gut, oder was? Wenn du Aim hast, also lass du besser lieben. Kleiner Wichser, Digga. Outro.
Richtig, richtig geiles Video. Da kriege ich hoffentlich mal ein bisschen Liebe im Chat für den Cutter. Wirklich. Video sehr, 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 sehr gut, Digga. Geiles Video, Bruder. Geiles Video. Ah.